Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Straßenmusikant-Box von Dame. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, so natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Straßenmusikant von Dame, das Ganze aus dem Jahr 2016. Und wir haben hier eine riesengroße Box. Also ich glaube, es ist die größte Box, die ich so jemals hierher gezeigt habe. Also es ist wahrscheinlich nicht ganz vorstellbar, was für eine Dimension diese Box hat, aber wenn ihr so reguläre Klappboxen hernehmt, also beispielsweise jetzt diese hier von Hannibal, Haramstufe Rot, das ist eine reguläre Klappbox, wie man sie kennt. Also die von dem ist ja knapp das Vierfache von so einer regulären Klappbox von der Dimension. Also echt, echt ein Riesenteil. Wir haben die Box hier in Schwarz und Weiß gehalten. Oben lesen wir Special Edition Box. Dann lesen wir hier links noch Dame und darunter Straßenmusikant. Und wir haben hier oben Bäume, Blätter. Und dann haben wir hier den Interpreten abgebildet mit Hut und Gitarre. Eventuell hier auf einem Hügel stehend. Auf jeden Fall genießt er gerade die Aussicht. Ansonsten die Box auf den Seiten weiß. Und dann lesen wir hier noch Dame Stream Records und Edel. Dame Stream Records, ja, das Label von Dame. Und hier noch einen Barcode. Gut, das Ganze ist abnehmbar. Also der Deckel lässt sich nicht nur aufklappen, sondern wirklich runternehmen. Schauen wir mal, ob wir ihn aufbekommen. So, aber jetzt. Also, von innen weiß. Und dann kommt uns auch schon der erste Inhalt entgegen. Und zwar haben wir hier einmal das Album Straßenmusikant Unplugged. Das Album Straßenmusikant an sich. Ein Bademantel. Deswegen auch das Format der Box, weil der auch riesig ist. Dann haben wir hier einmal ein Poster. Eine Autogrammkarte. Und zwei Controller-Skins. Gut, die Box, wie gesagt, von innen glatt weiß. Wir machen das Ganze mal zu. Also in der Box kann man echt ein Kleinkind drin verstecken. Unfassbar groß das Ding. So, machen wir mal zur Seite. Und nachdem diverse Sachen hier noch eingeschweißt sind, werden wir die hier mal aus der Folie holen. Und zwar haben wir hier einmal das Album an sich. So, Nummer 1. Dann die Unplugged-Version im Digipack. Und dann natürlich den Bademantel, aber ich glaube, da brauchen wir jetzt kein Messer mehr. Genau, das Ganze geht hier dann auf. So, nachdem wir jetzt alles aus dem Plastik geholt haben, starten wir gleich mit dem Album an sich. Straßenmusikant, so sieht das aus. Also wir haben hier wieder Dame sitzend mit dem Hut und der Gitarre. Hier scheint gerade auch ein Komet oder eine Sternschnuppe vorbeizurauschen. Dem lesen wir oben, Straßenmusikant darunter. Und was auch gleich auffällt, wir haben hier ein super Jewelcase, sehr schön. Also hier, Dem auf der Parkbank, genießt die Aussicht. Auf der Seite lesen wir hier ebenfalls, jetzt habe ich es erst falsch rumgehalten, Straßenmusikant. Ich hoffe, man kann das lesen. Ja, irgendwie gerade Fokusprobleme. So, Dem, Straßenmusikant. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist, und zwar haben wir 18 Tracks an der Zahl. Und wir haben Features von Apple Tree und Jesik. Also zwei Features auf 18 Tracks. Hier nur noch die Bank ohne Dame. Gitarre hat er da gelassen. Credits und Barcode. Gut, dann schauen wir mal hinein.
dickes Booklet. Okay, deswegen. Wir haben hier die einzelnen Tracks aufgelistet. Und nicht nur das, sondern wir haben auch wirklich jeden Track mit dem gesamten Text hier abgedruckt. Und das dürfte wohl wirklich ein Meteor gewesen sein. Denn hier ist sogar der erste Track Meteor. Und passend zum Meteor haben wir hier auch so eine Weltraumoptik. Also alles schwarz mit Sternen hier und vereinzelten Planeten und Himmelskörpern. Jawohl. Also wirklich jeder Track Wort für Wort hier abgedruckt. Zum Mitrappen, zum Nachlesen. Schön gemacht. Und das Artwork hier wirklich durchgehend in dieser Weltraumoptik. So sieht das aus. Jede Menge Text, ihr seht selbst. Und jede Menge Planeten. Gut. Zum Abschluss nochmal Dame, zumindest seine Hand und eine Gitarre. Dann haben wir hier Kontaktdaten und Social Media. Booklet wieder rein. Die CD sieht so aus. Hier lesen wir auch wieder Straßenmusikant. Und die CD sieht aus wie so ein Hut. Also, wenn man auf der Straße irgendwie musiziert, dann liegt ja meistens auch irgendwo ein Hut und in den kann man dann Geld werfen. Und hier wurde schon einiges an Geld hineingeworfen. Also 1 Euro, 2 Euro und noch diverses Kupfergeld. Und auch hier im Hintergrund der Hut, allerdings leer. Dann haben wir das Unplugged-Album Straßenmusikant, wobei es, glaube ich, nicht das ganze Album ist. Nein, hier sehen wir es. Wir haben 6 Tracks hier Unplugged, also Akustikversion. Und dann haben wir hier noch einen zusätzlichen Track, 3 Affen, der meines Wissens nicht... Genau, also der hier nicht mit drauf ist. Also 6 Tracks wurden hier übernommen vom Album. Und der 7. Track, 3 Affen, der findet gar nicht auf dem Album statt. Also das ist wirklich hier so ein Bonustrack, Unplugged. Okay, dann haben wir noch die Infos, wer die entsprechenden Instrumente gespielt hat. Credits und Barcode. Unplugged lesen wir auch hier, Dame. Das Ganze ein Digipack ohne Booklet. Und zwar haben wir hier 2 CDs. Einmal Straßenmusikant Unplugged eben, also die CD an sich. Und dann haben wir noch die Instrumental-CD. So sieht das aus. Rückseite blank schwarz. Gut. Dann haben wir etwas, was ich auch neben dem Bademantel auch noch nie in einer Box gesehen habe. Und zwar sind das solche Controller-Skins. Also wir haben einmal... Hier für die Xbox One und einmal hier für die PlayStation 4 kann man das Ganze hier dann ablösen und dann auf den Controller aufkleben. Also da wurde an beide Fraktionen gedacht, sowohl die Xbox-Spieler als auch die PlayStation-Spieler. Ist auch passend, weil Dame ja, also zumindest mir damals, vor allem bekannt geworden durch seine Gaming-Tracks, also wie zum Beispiel Payflow, der COD-Song oder 12 Millionen, das war der WoW-Song und mein Favorit King of the Hill, das war der Halo-Song. Gut, dann haben wir hier noch eine Autogrammkarte. Wir haben hier Dame in schwarz-weiß abgebildet, Gitarre in der Hand, mit weißem Stift hier unterschrieben. Auf der Rückseite lesen wir wieder Dame Stream Records und die verschiedenen Social Media bzw. Internetauftritte. Fühlt sich gut an, also auf jeden Fall so ein harter, ja, fast schon Karton, also echt starkes Papier. Und bevor wir zum Bademantel kommen, werfe ich noch einen Blick auf das Poster. Das dürfte auch relativ groß sein, jawohl. So, und zwar haben wir hier einmal Dame. Das Foto, oder nicht ganz das Foto, aber ähnlich wie das auf der Autogrammkarte. Und hier noch zusätzlich Dame, der Schriftzug zu sehen. Das Ganze in Schwarz-Weiß und im Querformat. Und auf der Rückseite haben wir dann Dame abgebildet. Und zwar auch wieder hier auf der Parkbank sitzend.
Oben lesen wir Advanced Society und Cold Life Entertainment präsentieren. Dame plus Special Guest Apple Tree, Dame hier auf der Bank sitzend. Und darunter haben wir dann die Tour Dates zur Straßenmusikantentour 2016. Also hier wirklich alle Tourstops aufgelistet. Und ihr könnt euch natürlich dann für eine Seite entscheiden. Und dann haben wir als letzten Boxinhalt, als das ja, mehr oder weniger Highlight, also diesem Artikel ist auf jeden Fall die Größe der Box geschuldet, einen Bademantel. Fühlt sich auf jeden Fall schon mal sehr schön, sehr flauschig, sehr angenehm an. Wir haben hier einen weißen Bademantel und auf der linken Brust haben wir hier groß einen Aufdruck oder aufgenäht das Logo von Damestream Records, DSR. Wir haben hier 100% Polyester, Größe XL, Bademantel DSR. Ist die Frage, was das ist. Es wurde hier noch irgendwie mit Bleistift abgezeichnet. Eventuell eine Nummer, keine Ahnung. Und jetzt schauen wir noch. Ja, also wir haben hier einmal rechts so eine Tasche. Links ebenfalls, also wir haben zwei Taschen. Wir haben auch, genau, jetzt wollte ich gerade schauen, wir haben auch hier so einen Gürtel, um das Ganze hier dann zusammenzuhalten. Und wir haben natürlich auch, wie es für den richtigen Bademantel gehört, wo haben wir es? Hier. Entsprechend dann diese Schlaufen, wo ihr den Gürtel dann durchmachen könnt. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an, wie der getragen aussieht, der Bademantel. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier diesen weißen Bademantel, der ist wirklich groß. Hier links und rechts die beiden Taschen und dann hier der Gürtel, um das Ganze zuzumachen. Wie gesagt, in XL relativ großzügig das Ganze. Und dann haben wir hier noch auf der linken Brust das Logo von Damestream Records. Schöner Mantel, kann man auf jeden Fall tragen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal der eben gezeigte Bademantel in Weiß in Größe XL. Dann dieses Poster beidseitig bedruckt, einmal im Hochformat, einmal im Querformat. Die unterschriebene Autogrammkarte. Diese beiden Controller-Skins, einmal Xbox, einmal PlayStation. Dieses Straßenmusikant Unplugged Album bzw. ja, mehr oder weniger eine EP. Und dann natürlich das Album an sich, Straßenmusikant. Das alles in dieser wunderbaren Box, Straßenmusikant von Dame. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Dame unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.